Die Outdoor-Plattform ist eine Plattform, ist ein Produkt, das hilft, den Prüfungserstellungsprozess ein bisschen besser zu strukturieren und ein bisschen geordneter ablaufen zu lassen. Es ist ein Produkt, das wir in den letzten paar Jahren aufgebaut haben und maßgeblich mitgetragen haben. Und Sie fragen sich, wer sind wir? Ich darf ganz am Anfang kurz quasi die Involvierten schnell vorstellen. Wir sind zum einen die Inotronic AG, die das ganze Produkt verantwortet. Wir sind ein Managed Service Provider. Das ist vielleicht für die, wo das jetzt ein gar ein zu weit gegriffener Begriff ist. Wir fühlen uns verantwortlich für das ganze Produkt. Das heisst, im Vergleich vielleicht zu anderen IT-Dienstleistern, die ihnen einfach nur eine Lizenz verkaufen, fühlen wir uns wirklich verantwortlich von der quasi Erstellung vom Produkt bis zur Auslieferung beim Endbenutzer, sie wirklich optimal zu begleiten. Durch das haben wir eigentlich schon von Natur aus einen starken Kundenfokus natürlich. Wir sind das KMU am linken Zürichseeufer mit 35 Mitarbeitenden und wir haben uns ein bisschen Innovation und Kompetenzen, so ein bisschen als die Schlagwörter, auf die Flagge geschrieben. Begleitet sind wir jetzt in der Outdoor-Plattform von drei spannenden Partnern. Zum einen natürlich nicht überraschend die IOZ, wo der ganze technische Teil, wo der ganze Workflow-Teil im Griff hat und das optimal begleitet. Dann haben wir zwei Fachpartner, das ist Examen.ch und Success.org, beides professionelle Prüfungssekretariat, die uns helfen und die Fachsicht in das Ganze hineinbringen. Damit wir da nicht ein schönes technisches IT-Produkt lancieren, sondern wirklich eins, wo am Schluss Problem oder quasi die Herausforderungen der Anwender adressiert und dort hilft, wo es muss. Meine Wenigkeit, ich bin Alex Schwärzmann. Ich habe einen Bachelor in Wirtschaftsinformatik an der Berner Fachhochschule dürfen geniessen und verantworte Customer Success Abteilung und darf das Produktmanagement leiten. Was haben wir vor in den nächsten 30 Minuten rund? Wir haben ein bisschen verschiedene Themen, wo Ihnen vielleicht je nachdem ein bisschen bekannt vorkommen. Wir greifen immer in einen Topf hinein und holen dort etwas raus. Darum sind die Übertitel quasi vom Ganzen immer aus irgendetwas rausgenommen. Wir fangen an mit aus dem Leben. Und das Zitat, das Sie da sehen, das ist mir als Anliegen. Ich werde mir erlauben, in den nächsten paar Minuten relativ pointiert und vielleicht manchmal auch provokativ zu sein. Sie können das mit dem geilen Text einordnen. Es ist manchmal pointiert, aber vielleicht gar nicht so weit weg von der Realität. Ein paar Situationen, die Ihnen vielleicht bekannt vorkommen. Wir haben in der ganzen Prüfungserstellung meistens mit wichtigen Experten zu tun. Wir können vielleicht auch unterteilen in zwei Arten von Prüfungsorganisationen, wenn wir so wollen. Das eine ist eine Milizorganisation, wie sie es vielleicht selber drin sind. Für die, die das System weniger kennen, im schweizerischen Berufsbildungssystem quasi, kann man sich beim SBFI melden und sagen, ich will für einen Beruf quasi eine Prüfung, eine eidgenössische Prüfung oder eine eidgenössisch anerkannte Prüfung abliefern. Und dann bildet sich eine Trägerschaft. Und in vielen Berufen oder in vielen Branchen ist das eine Trägerschaft, die meistens quasi zusammengewürfelt wird. Die haben dann einen Vorstand, das ist quasi vereinsmäßig organisiert, haben aber natürlich grosse Verantwortung gegenüber dem SBFI und natürlich auch gegenüber der Branche, respektive gegenüber den Kandidaten. Aber typischerweise sind dort Leute involviert, die nachher das Expertentum wahrnehmen, die aus allen Bereichen von der Wirtschaft kommen und sich engagieren für die Prüfung quasi, für jetzt das nächste Semester quasi da Autorenschaft zu übernehmen oder Expertenwesen übernehmen und sich dann hinsichtlich der Prüfung, die eben gerade ansteht, zu engagieren. In dem Sinn reden wir immer ein bisschen von Leuten, die sehr engagiert sind, von Leuten, die auch grosse intrinsische Motivation an den Tag legen und von Leuten, die aber das nebenamtlich machen. Ich sage es mal so. Das ist sehr professionell orientiert natürlich meistens, weil es auch die Qualitäten muss erfüllen. Aber es sind meistens Leute, die nebenzu noch eine eigene Firma führen, die nebenzu engagiert sind, manchmal sogar in Leitungspositionen dabei sind. Das heisst, wir müssen diesen Leuten Sorge geben. Die Zeit ist sehr kostbar.
Auf der anderen Seite, wenn man von, ich sage jetzt dann professionelle Prüfungsorganisationen oder professionelle Bildungsorganisationen redet, haben wir auch da mit Dozenten zu tun, mit Professoren zu tun, die sehr stark intrinsisch motiviert sind. Das sind nicht, ich sage jetzt dem 0815 Angestellte quasi. Die haben eine höhere Anforderung an sich selber und bringen sehr viel Engagement ins Ganze hinein. Auch da haben wir quasi seltene Wesen in dem Sinn, stark motiviert, machen meistens viel, sind in verschiedenen Bereichen unterwegs. Auch denen müssen wir es möglichst einfach machen und wir sollten dann nicht zu viel Zeit klauen von ihrem Alltag. Was vielleicht auch typisch und wie gesagt ein bisschen provokativ ist, meistens sind das auch nicht sehr IT-affine Anwender. Das heisst, das sind Fachexperten, das sind Experten in ihrer Branche, in ihrer Fachwelt. IT ist aber nicht immer eine Leidenschaft von diesen Anwendern. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir nachher auch über die Lösungen reden, die diese Leute begleiten sollen. Ich habe es weiter schon angetönt, dass die Prüfungen sehr hohen Anforderungen genügen müssen. Wir reden hier zum einen von der Qualität, die man gegenüber dem SPFI natürlich erfüllen muss. Zum anderen reden wir aber auch von Anforderungen, die Kandidaten stellen und die je länger, je grösser sind. Wir merken das vielleicht auch durch die sozialen Medien steigt der Druck. Wir merken das vielleicht auch durch die grossen Medienhäuser wächst der Druck. Und zum Teil kann man das Gefühl haben, wird da nur darauf gewartet, bis irgendwo ein Patzer passiert. Das heisst, die Anforderungen sind an und für sich schon hoch, aber sie werden auch durch die gesellschaftliche Entwicklung immer höher angesetzt. Es ist auch immer eine grössere Professionalisierung gefragt. Und wenn wir noch einen dritten Faktor in den Ring reinrühren dürfen, ist der Faktor Zeitmanagement. Und auch da aus unseren eigenen Erfahrungen mit den Prüfungskommissionen, die wir da schon begleiten dürfen, merkt man manchmal, dass nicht nur Kandidaten am Studentensyndrom leiden. Also gerade die Experten sind vielleicht noch aus dem eigenen Studentenleben immer noch manchmal relativ knapp unterwegs. Und da kann es geben, dass man sagt, ja, das reicht, wenn ich es am Wochenende vorher dann noch schnell quasi Prüfungsfragen reinjagen. Das heisst, auch da haben wir relativ eng getaktete Zyklen von Seiten der Experten respektive von Seiten der Kommissionen. Ich habe es auch schon vorher ein bisschen angetönt, Zeit ist ein rares Gut. Wenn wir ein bisschen beobachten, wo viel Zeit verloren geht, dann ist das so ein Klassiker, ist Suchen nach der richtigen Version. Wir erleben immer wieder, dass Prüfungskommissionen an uns angelangen und vor allem eben mit der Versionssuche beschäftigt sind und dann quasi da Hilfe suchen. Wir haben auch natürlich einen riesen Zoo an E-Mail-Anwendungen, die involviert sind. Sie kennen das vielleicht aus dem eigenen Alltag oder vielleicht, wenn Sie sonst noch jemand so engagiert sind. Da die E-Mails, die hin und her gehen mit Anhängen und irgendwann hat niemand mehr den Überblick, was denn genau die aktuelle Version ist, wo man darauf weiter arbeiten sollte. Das führt typischerweise zu Missverständnissen, das führt zu Unklarheiten und manchmal sogar dazu, dass auf der falschen, also auf der alten Version quasi weitergeschafft wird. Was wir auch nicht dürfen missachten, sind die unterschiedlichen Endgeräte, respektive die unterschiedlichen IT-Umgebungen, wo die Experten drin sind. Wenn Sie den Vorteil haben, dass Sie eine professionelle Bildungsinstitution sind, die relativ vielleicht sogar viel vorschreibt und Ihren Leuten auch das Gerät kann aushändigen, dann kennen Sie das vielleicht weniger. In dem Moment, wo Sie aber viel auch vielleicht mit externen Dozenten zusammenarbeiten oder eben quasi fast schon ins Milizwesen übergehen, haben Sie definitiv die Herausforderung, dass die einen halt mit Mac arbeiten, die anderen vielleicht sogar mit Linux, dann hat es sicher ein paar Windows-Benutzer, dann hat es Android, iOS und so weiter, Sie kennen es. Und all die haben ihre eigenen Applikationen, haben vielleicht sogar ihre eigenen Dateiformate. Und das führt definitiv zusammen mit den oberen beiden Punkten noch zu ein paar spannenden Situationen mehr im Erstellungsalltag. Was so ein bisschen das Damoklesschwert ist vielleicht von jeder Organisation, die sich stark um Prüfungen kümmert, ist natürlich der Dokumentendiebstahl. Wir werden es nachher noch sehen. Spannend ist ja nicht immer, dass das böswillig passiert. Also wir reden nicht immer von einem missbräuchlichen Dokumentenabfluss oder Datenabfluss, Informationsabfluss. Wir reden manchmal einfach von dumm gelaufen oder wir reden auch manchmal von fast so, es gibt nachher ein Beispiel, das schon fast gut gemeint war.
nützt uns als Organisation dann halt je nachdem nicht. Das sind so ein bisschen die Problemfelder, vielleicht manchmal ein bisschen überspitzt, vielleicht manchmal ein bisschen provokativ, aber von was wir eigentlich am meisten Angst haben, oder quasi neben den vielleicht auch finanziellen Folgen, die wir nachher noch einen Blick reinrühren, ist eigentlich das, was nachher gesagt wird über unsere Organisation. Wir sind engagiert, wir identifizieren uns mit der Organisation, stehen dahinter und quasi, was schwingt immer mit, wenn man quasi davor redet, jetzt kommt dann die Prüfung und so weiter. Wenn es ein Leck gibt, wenn wir in Zeitungen kommen, dann ist viel Jahr Arbeit quasi vernichtet, wo man dann mühsam wieder aufbauen muss. Da geht es auch um Vertrauen, es geht um Reputation. Und, ein spannendes Beispiel, das ich Ihnen nachher ganz am Schluss noch zeige, es geht um die Kosten der Repetition. Ich habe mal die grosse Datenkrake Google angeworfen und habe Ihnen ein paar Beispiele da rausgeschnitten. Wir haben aktuellere und ältere Beispiele, wo ich das nicht thematisieren wollte. Das eine ist ein Leck bei der Wirtschaftsprüfung. Das Spannende ist da, der respektive vielleicht für Schluss das Peinliche ist, dass 50 von 60 Fragen vom letzten Jahr noch mal gekommen sind. Und offenbar ein grosser Teil der Kandidaten, die drinnen gehockt ist, auch Repetenten gewesen sind. Das heisst, die haben eigentlich sozusagen die Prüfung schon wieder erkannt. Und da kann man sagen, das ist jetzt eigentlich ein Klassiker, von ein bisschen Metadaten führen. Wenn Sie ganz klar strukturieren, welche Frage oder welche Aufgabe schon letztes Jahr gekommen sind, haben Sie die kleine Chance, dass Sie das Jahr die gleiche Frage nochmal bringen. Ausser, das glaube ich jetzt in dem Fall nicht, es wäre ja absichtlich passiert, dann ist es natürlich legitim, aber auch dann wird man vielleicht nachher nicht so in den Zeitungen erscheinen. Da das Beispiel, das ich vorher angetönt habe, fast schon gutwillig, wenn das so stimmt. Der Lehrer hat Zugang zum PC gewährt und dann ist natürlich der Datenabfluss vorprogrammiert. In dem Fall geht es vor allem darum, dass man eben die Informationen können schützen können, damit man das nachher können verhindern kann. Der Punkt ist jetzt da, die Prüfung muss wiederholt werden. Wir sehen schon ein bisschen, welche Richtung das geht. Da sind sofort Kosten damit verbunden. Nebst dem Reputationsschaden, den wir da haben, sind auch gerade echte Ausgaben, die man vielleicht noch einmal tätigen muss, damit verbunden. Nebst dem organisatorischen und zeitlichen Aufwand natürlich. Da ein aktuelles Beispiel, wir sehen es am Bild an. WhatsApp ist vielleicht eins von der schon fast alten, wenn ich meine Lehrlinge anschaue, das ist, ich glaube, schon fast wieder out. Da gibt es andere Plattformen, wo definitiv angesagter sind. Aber natürlich, wie gesagt, die ganze Vernetzung, auch unter den Kandidaten, ist natürlich eine ganz andere Liga als vor x Jahren, wo man sich das noch hin und her kopieren musste. Das geht deutlich schneller, so einen Datenabfluss. Das letzte Beispiel, wo vor allem spannend ist, was unten links steht. Die Situation bei dieser Institution hat dazu geführt, dass man hat müssen, aufgrund von der Menge an Arbeit, die angefallen ist, eine zusätzliche Teilzeitstelle anstellen. Sogar eine Vollzeitstelle, excuse. Das heisst, wir haben hier ein Disziplinarverfahren. Es ist offensichtlich beschissen worden. Also die Organisation kann wahrscheinlich nicht mal etwas davor. Es ist vielleicht ganz klar die Anweisung gewesen. Man hat später festgestellt, es ist beschissen worden. Der Punkt ist mehr, in dieser Situation war die Organisation gezwungen, eine zusätzliche Stelle zu schaffen, damit man das überhaupt bewältigen kann. Nochmal, Zeit ist ein rares Gut. Sie werden vielleicht nicht mal ihre nebenamtlich engagierten Leute belasten. Also immer, wenn irgendetwas passiert, sind sofort auch Aufwände damit verbunden, die dazu führen können, dass sie sogar noch etwas Zusätzliches einstellen müssen. Wenn wir das alles jetzt neben der Reputation, lassen wir die mal auf die Seite, ein bisschen aus der Mathe anschauen, mit den Zahlenbrüllen, dann gibt es so ein Wort, wo in der Wirtschaft immer wieder herumgeschlagen wird, wo aber eigentlich nicht zu verachten ist, Opportunitätskosten. Also der entgangene Nutzen von nicht wahrgenommenen Möglichkeiten. Das ist so eine schöne Begriffsdefinition, die ich mir noch rausgeklubbert habe. Ich erlaube mir, so eine durchschnittliche Prüfungsorganisation zusammen zu fantasieren. Ist vielleicht nicht immer sehr weit eine Fantasie, hat zum Teil manchmal echten Hintergrund. Wir gehen mal davon aus, die durchschnittliche Prüfungsorganisation
ist wirklich eine Woche lang beschäftigt, die aktuelle Version zu suchen. Jetzt gehen wir davon aus, die verantwortliche Person ist noch sonst in Ämtern engagiert, ist noch vielleicht sonst in der Wirtschaft stark engagiert. Das ist also eine Person mit einem entsprechenden Stundensatz. Ich habe mir hier erlaubt, mal 200 Franken Stundenansatz einzusetzen. Und wie gesagt, insgesamt hat man für die Prüfung, die jetzt gerade ansteht, eine ganze Woche lang die richtigen Versionen für gesucht. Das Dumme war, in der Zeit, in der die eine Person gesucht hat, haben zwei andere nicht weiterarbeiten können. Auch die waren vielleicht verhindert. Logisch, man hätte sich helfen und halt die Sachen machen, die man dann sowieso müsste. Aber irgendwann braucht man halt einfach das Dokument, dass man weiterarbeiten kann. Also auch da sind zwei Personen eine Woche lang blockiert gewesen. Ich habe jetzt hier einfach mal einen tieferen Stundenansatz reingetan. Und weil man das halt die Prüfung zweimal im Jahr durchführt und will halt, dass jetzt dieses Jahr leider noch nicht können behoben werden konnte, haben wir das Ganze mal zwei. Wenn wir das zusammenzählen und biegen, kommen wir da auf 35.200 Franken jährlichen Schaden, respektive eben Opportunitätskosten. Also mit dem Geld oder quasi mit dieser Zeit hätte ich auch anders können machen und wahrnehmen. Jetzt ist etwas, was wir mit berücksichtigen müssen, das ganze Datenleck. Wir haben hier aufgrund von einer Risikoanalyse mal dürfen auf die Zahlen ein bisschen näher anschauen. Wir setzen jetzt hier einfach mal die 2 Millionen ein, wo wir sagen, das wäre der Schaden, den wir hätten, wenn effektive Prüfung leckt, wenn wir sie müssen wiederholen. Wir hätten vielleicht ein Wochenende ein Hotel reserviert für Experten, vielleicht sogar mit Übernachtungen. Wir sind ein bisschen, unsere durchschnittliche Organisation, da ist ein bisschen grössere. Wir haben aber das Glück und das relativiert den Schaden, dass nur ein von acht Prüfungsteilen vielleicht betroffen ist und dass wir es nicht alle Jahre zum Leck kommen lassen. Das heisst, wir haben nur einmal pro 10 Jahre so einen Zehntel Schaden. Wenn man aber das auch wieder aufrechnet, quasi so ein Schadensausmaß von 2 Millionen mit einem betroffenen Teilbereich von einem von acht Prüfungsteilen mit Eintrittswahrscheinlichkeit von alle 10 Jahren, kommen wir auch da auf 25.000 Franken. Jetzt gibt es die klassische Risikobewältigungsstrategie. Das eine ist, wir können das einfach auf die Seite legen, also sparen quasi jedes Jahr 25.000 Franken auf die Seite, damit, wenn es passiert, wir das Geld haben. Das ist eine Möglichkeit. Ist aber nicht so präventiv. Wir haben auch nicht so eine präventive Massnahme. Wir können einfach eine Versicherung quasi für das einsetzen, die dann den Schaden übernimmt, wenn er eintrifft. Da hat jetzt die Informatik nicht so Freude an dieser Lösung. Oder wir könnten das natürlich in IT-Lösungen investieren, die uns helfen in diesem Bereich. Jetzt, unsere Prüfungsorganisation, die Rechnung ist noch nicht ganz am Ende. Wir haben einen Reputationsverlust, wie wir vorgesehen haben, im Medienbereich. Den können wir nicht wirklich genau betiteln. Wir sagen jetzt einfach mal, das ist unbezahlbar. Wir haben, weil wir ja doch eigentlich eine coole Prüfungsorganisation sind, haben wir mit, ich sage jetzt ungefähr 12 Involvierten, relativ stressige Zeit hinter uns, weil jetzt da relativ viel passiert ist, Zusatzstunden müssen bewältigt werden. Damit wir das alles irgendwie können verdauen und verarbeiten, müssen wir einfach mal schnell unsere Prüfungskommission ein Wochenende sparen gehen, damit wir wieder fit sind für die nächste Runde. Auch das kostet uns 12.000 Franken. Und eigentlich, was wir gerne hätten und was auch wieder unbezahlbar ist, sind entspannte Experten. Das heisst, dort, wo unsere Leute, unsere Fachleute wirklich können Fachleute sein, Fachexperten bleiben und das Zeug einfach läuft, haben wir einen Nutzen und eine Motivation und eine Entspannung in der ganzen Situation, die auch faktisch wieder unbezahlbar ist. Unter dem Strich rechnen wir es zusammen. Wir kommen dort auf 72.000 Franken jährliche Kosten, Opportunitätskosten, die wir könnten investieren in irgendetwas. Aber eigentlich sind wir ehrlich, so eine Lösung, das wäre einfach unbezahlbar in dem Sinn. Und so eine unbezahlbare Lösung, wir haben einen kleinen Werkzeugkasten, wo zwei, drei Sachen adressiert. Ich würde Ihnen gerne zwei, drei Sachen vorstellen, wo wir das Gefühl haben, doch, da können wir helfen. Und da können wir eine Prüfungsorganisation, sei es im professionellen Bildungswesen oder sei es im Milizsystem, sehr gut unterstützen mit der Autorenplattform. Was wir von Anfang an in der ganzen Architektur eigentlich immer sehr Wert darauf gelegt haben, ist die ganze Sicherheitsthematik. Wir haben es vorhin schon ein paar Mal gehört, eben Datenleck, das wollen wir verhindern, sind Kosten mit verbunden, Reputationsschaden mit verbunden. Das heisst, wir haben
vor allem zwei Sachen, wo wir uns darauf abstützen. Im Vergleich zu einer E-Mail, die sie schicken, wo sie zwar, sie schicken es natürlich nur an einen Empfänger, aber sie haben auch keine Kontrollen über die Identität, die sie schicken, reden wir bei der Autorenplattform immer von gesicherten Logins. Das heisst, wir haben klare Identitäten, die authentifizieren sich gegenüber dem System und die kommen die Rechte und die Einsichten über und können mit diesen Dokumenten arbeiten, die sie als Organisation sagen, sind dafür vorgesehen. Das zweite, der wichtige Teil, ist die ganze Dokumentenverschlüsselung. Das heisst, Dokumente, die sie auf der Plattform führen, sind seit dem Moment, wo sie entstehen, auf der Plattform verschlüsselt und werden erst dann quasi entschlüsselt, wenn sie als Organisation sagen, und jetzt brauche ich das PDF oder was auch immer entschlüsselt, weil es an die Druckerei geht oder Spezialdruckmaschinen raus muss, wo verschlüsselte Dokumente zum Beispiel nicht lesen kann. Der ganze Prozess, und das ist etwas, wo wir immer wieder erleben, wir sehen es nachher auch bei der Demo, ist sehr viel stärker geführt und sehr viel stärker strukturiert. Durch das reduzieren wir das Chaos, also das Versionschaos. Wir reduzieren vielleicht auch das Kommunikationschaos, das allenfalls könnte entstehen. Und ich glaube, das ist ein schöner Nutzen, wo im ersten Moment gar noch nicht so bewusst ist. Wir haben viel mehr Übersicht über die ganze Situation, welche Fälle sind wo, wer muss noch etwas machen, bin ich vor dem Zeitplan, bin ich hinten drin und so weiter. Und was auch nicht zu verachten ist, sie können natürlich die Autoren oder die Leute, die quasi Fragen erstellen, optimal führen, sie können die begleiten und eben vielleicht auch anstupfen oder abholen, wenn sie irgendwo klemmen sollten. Technisch haben wir die Versionskontrolle schon eingebaut. Das heisst, im Vergleich zu vielleicht klassischen Lösungen, die Sie kennen, früher auf dem Netzlaufwerk, wo man dann -V1, -V2 bis irgendwie 25 gemacht hat, ist das nicht mehr nötig. Die Versionskontrolle ist automatisch integriert. Jede neue Bearbeitung in der automatischen Version. Wir haben natürlich auch noch das Backup im schlimmsten Fall, wo aber eigentlich fast nie mehr darauf zugegriffen werden muss. Das Ganze ist immer online. Natürlich können Sie es in einer Desktop-Anwendung auch auftun, aber ganz viele von den Funktionen, besonders bei der Autorenschaft, das sehen wir nachher in der Demo auch nochmal, funktioniert rein online. Und durch das kann man eigentlich sagen, auf die Plattform kann man auch zu jeder Zeit von jedem Gerät, von jedem Ort her zugreifen, was wiederum Freiheiten gibt für Ihre Autoren oder für Ihre Experten, für die Leute, die engagiert sind. Dann habe ich jetzt viel erzählt. Dann wäre es wahrscheinlich an der Zeit, ein paar von den Versprechungen oder von den hochfliegenden Worten auch noch einzulösen. Ich zeige Ihnen gerne zwei, drei Ausschnitte aus der Autorenplattform. Ich möchte einfach gerne am Anfang noch schnell, dass wir eine gemeinsame Basis haben, den Fragenerstellungsprozess, wo wir jetzt wieder in unserer Fantasieprüfungsorganisation zum Einsatz kommt, gerne einfach schnell das skizzieren, dass Sie sich nachher ein bisschen zurechtfinden. Die ganze Plattform ist darauf angewiesen, dass man aus der Fachsicht, also von der Organisation selber, einen Prozess hat, wo man sagt, den wollen wir abbilden, so muss das bei uns laufen. In dem einen Fall, wir sehen jetzt nur eine Prozessplattform, kann x beliebige Prozesse abbilden, auch für die gleiche Organisation verschiedenste Prozesse, wie Sie sagen, ja gut, der Prüfungsteil 1 funktioniert anders als der Prüfungsteil 2 oder die Mathe-Prüfungen laufen anders ab als Deutsch-Prüfungen und so weiter. Das ist alles möglich. In unserem Beispiel, wir haben die 6 Schritte, die wir jetzt nicht zusammen anschauen. Wir geben am Anfang einen Auftrag an einen Autor, er soll doch bitte schnell eine Frageskizze entwerfen. Das sind zwei, drei zwei, drei Punkte, wo man sagt, ja, um das jetzt bei der Frage geht, das kann ich vielleicht mir als Bewertungsraster vorstellen. Und dann gibt man das quasi als Auftrag, der Autor erarbeitet das und gibt das zurück. Das führt zu einer Freigabe. Respektive, den ganzen Prozess kann man natürlich auch immer retour schicken, wenn etwas nicht stimmen sollte. In dem Fall aber sagt man, ja, das ist gut, das ist eine gute Skizzenidee. Lieber Autor, du kannst weitermachen mit dem. Dann sagen wir, okay, dann muss jetzt das Ganze wirklich ausgearbeitet werden. Das heisst, ich brauche Musterlösung, ich brauche ein Bewertungsraster, ich brauche die Frage, ich muss vielleicht irgendeine Tabelle rein tun, die man den Kandidaten kann geben, zum Ausfüllen und so weiter und so fort. Dann, wenn das gemacht ist, sagt der Autor auch wieder, ja, ist gut, ich bin fertig, ich habe das erledigt. Dann kommt es zu der Qualitätskontrolle. Und in der Qualitätskontrolle wird auch wieder entschieden von einer quasi übergeordneten oder von einer verantwortlichen Stelle, ob das Ganze so weit so gut ist und entsprechend kann in Druck. Oder ob das vielleicht nochmal in Schritt 3 zurück muss natürlich. Sofern dass es gut ist und in Druck kann, wird das erledigt und auch dort nach dem Schritt 5 nochmal quasi bestätigt.
Und dann ist der Fall abgeschlossen. Man kann dann mit Metadaten versehen, ist 2021 bei den Herbstprüfungen im Einsatz gewesen, hat vielleicht noch 2-3 Handlungsfelder drin und so weiter. Das kann man alles ergänzen, das schauen wir nachher auf der Plattform sehr gerne an. Dann würde ich vorschlagen, tauchen wir rein. Sie sehen hier die Startseite von der Autorenplattform aus Sicht von einer Organisation, von einer Kommission. Ich bin angemeldet als Prüfungsorganisationsadmin. Das ist quasi die höchste Stelle, wenn man so will, in der Prüfungsorganisation und hat entsprechend die meisten Rechte. Ich bin jetzt in diesem Beispiel verantwortlich für den ganzen Prüfungsablauf und ich bin auch verantwortlich für meine Organisation. Darum sehe ich da, was wir nachher nicht mehr werden sehen, die ganze Administrationsmöglichkeit. Und wir sehen schon, ich kann da x-beliebige Prüfungsteile erstellen. Ich kann die Prüfungsteile hinterlegen mit Standardvorlagen, Word, x-Dateien, wo einfach, also Word, PowerPoint, Excel natürlich, aber auch andere Dateien, die dann automatisch reinkopiert werden in neue Frageobjekte. Und ich habe da in der Prozessdefinition, was so ein bisschen das Herz ist vom Ganzen, die Möglichkeit, verschiedenste Abläufe von meiner Organisation selber zu entwerfen und die quasi einzufordern, dass die so ablaufen müssen. Sie sehen, es sind auch nicht immer gleich viele Schritte. Also das können mal 50 Schritte sein und mal nur 3 Schritte. Das ist alles in dem Sinn der Organisation überlassen, zu definieren, wie das ablaufen soll. In dem Fall habe ich unsere 6 Prozessschritte, die wir vorher angeschaut haben in der Folie, mal so weit vorbereitet. Das ist genau das abgebildet, wie wir es vorher besprochen haben. Sie sehen auch, dass ich da gewisse Rollen nicht ausgefüllt haben. Das gibt uns die Möglichkeit, zum spontan, wenn das Objekt erstellt wird, zu entscheiden, ist es schon vorgegeben im Prozess. Also ganz klar, jetzt muss die Person oder die Gruppe etwas machen, jetzt muss der engagiert sein und so weiter und so fort. Oder Sie können auch alles leer lassen, muss beim Erstellen von einem neuen Objekt alles nach spontan definiert werden, was jetzt mit dem Objekt an wäre, was muss gehen quasi. Wenn ich jetzt sage, ich bin zuständig und ich lanciere das Ganze mal, dann gehe ich da hin, sage, ich mache ein neues Prüfungsobjekt. Ich bin natürlich am aufgefordert, dem einen Test zu geben, einen Titel zu geben. Dann muss ich 2-3 Daten angeben, die brauchen wir vor allem, um auch einen Alarm rauszulassen. Also wenn da sich abzeichnet, dass das noch nicht erledigt ist bis zu einem Stichtag, werden wir E-Mails können verschicken an die entsprechenden Personen. Ich muss jetzt in meinem Prozess den Autor definieren. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, dass Rollen können definiert werden oder nicht. Ich kann auch übrigens zusätzlich bereits im Prozess definierte Rollen ergänzen, mit etwas, wo ich pro Objekt definiere nochmal. Das heisst, ich bin auch da flexibel, vom vorgegebenen Pfad quasi abzuweichen oder das zu komplementieren. Und ich muss natürlich auswählen, aus welchem Prüfungsteil oder aus welcher Fachrichtung vielleicht das ganze Objekt dann für was erstellt werden soll. Wir haben da ganz viele Möglichkeiten. Sie sehen es für Metadaten, also Sprache, muss es lektoriert werden, korrigiert werden, verschiedene Güterarten, Taxonomiestufen und so weiter. Das kann man alles mitgeben. Das hilft Ihnen nachher später auch, wenn Sie vor allem dann mit der Zeit einen Fragepool quasi aufgebaut haben, sich ein paar rauszupicken. Da geht es dann schon fast ein bisschen Richtung DJ-Funktion, dass man wie sagt, ich brauche für die nächste Prüfung 2 Fragen aus dem Bereich so und so und so weiter. Da kann man sich das zusammenstellen und die entsprechenden Fragen auswählen. Ich kann zusätzliche Dokumente aufladen, ich kann Musterlösungen, Bewertungsraster und Auftrag quasi sagen, das muss die drin sein und ich sage am Anfang mal, das ist nicht eingesetzt. Ich kann natürlich eben nachher sagen, es ist zum Einsatz gekommen, ich kann auch Bemerkungen schreiben, es ist im Frühling 2021 zum Einsatz gekommen und so weiter. All die Möglichkeiten habe ich. Ich könnte auch, weil ich die Rechte habe, jetzt als quasi übergeordnete Person, sagen, ja gut, ich habe da einen Sprung drin, ich will jetzt gerade direkt auf, macht jetzt keinen Sinn, aber gerade direkt zum Druckführer springen, dann kann ich das machen. In dem Fall aber machen wir das nicht, wir starten den Prozess ganz ordentlich und jetzt wird das Objekt erstellt und wird auf die Reise geschickt und ich erlaube mir jetzt springen und zwar zum Autor rüber und sehe, dass der Autor ganz eine andere Ansicht hat, die ist deutlich abgespeckt und als Autor interessiert mich vor allem das, was ich jetzt für die nächste Prüfung muss erledigen.
Das heisst, ich habe meine Aufgaben und sehe da rein genau, okay, ich muss für diese Frage muss ich etwas erarbeiten und für die andere Frage sollte ich auch noch etwas tun. Ich habe außerdem, und das tut mich eben vor allem bezüglich Übersicht hilfreich, auch eine kleine Übersicht über die Aufgaben, wo ich irgendwo involviert bin, aber die gerade unterwegs sind. Wir sehen da, wir haben unterschiedliche Phasen, die kann man alle auch flexibel definieren, mit einem unterschiedlichen Fortschritt. Ich sehe, oh, da bin ich erst in der Skizze, aber die Skizze hätte ich schon lange müssen abgeben müssen, dann muss ich da vielleicht drei und Fürsche machen. Ich kann direkt in die damit verbundenen Dokumente hineinspringen und kann die auch online komplett bearbeiten. Das Ganze, wie gesagt, immer online, immer gespeichert. Ich kann das zumachen und es gibt eine neue Version daraus. Und in dem Moment, wo ich sage, ich habe das erledigt, schicke ich das einfach einen Schritt weiter. Also auch hier macht es Sinn, dass man das, ich sage jetzt an einem grossen Bildschirm anschaut, weil eben da meistens Schreibarbeit gefordert ist. Das ist ein bisschen bequemer, wenn man da die Online-Funktionen nutzen kann. Gerade aber als verantwortende Organisationen kann ich auch einfach ganz einfach Übersichten nutzen. Ich erlaube mir da schnell zu springen, den Bildschirm. Ich bin jetzt auf meinem Handy angemeldet und ich arbeite mit dem Sekretariatslogin. Der Sekretariatslogin ist eine Übersichtsrolle quasi, wo ein bisschen organisiert, wer ist wo, wer sollte etwas machen. Und ich kann da schauen, das Sekretariat haben wir vorgesehen, im Prozess ist involviert, beim Gut zum Druck haben wir die involviert. Die müssen dann quasi freigeben, dass das gedruckt werden kann. Jetzt kann ich da schnell reinschauen, was haben wir da gerade anstehend. Klicke Pendenz auch natürlich wieder an. Springe in der Pendenz schnell in die Ablage, weil ich will schnell schauen, wie kommt das daher. Kann man das so drucken? In dem Moment kann ich auch wieder online arbeiten. Schauen da schnell rein. Okay, das kann man so drucken. Das sieht so weit in Ordnung aus, wenn auch nicht sehr schwer zum Beantworten der Prüfung. Ich mache das zu und sage, ja, das ist gut. Kann so rausgehen, haben wir so gemacht. Und dann auch das sagen, ist erledigt. Absenden und erledigt ist es. Das war ein kurzer Express quasi durch die Plattform. Aufgrund von der Präsentation, von der Darstellung, wie wir sie vorher gesehen haben. Wir haben verschiedenste Etappen daraus angeschaut. Fragen tue ich sehr gerne natürlich nachher noch beantworten, respektive auch im direkten Austausch, wenn Sie da konkreten Bedarf haben oder konkret noch etwas wissen wollen aufgrund der Plattform. Natürlich auch in einer persönlichen Demo, wo Sie sich buchen können. Ich will ganz kurz nochmal zusammenfassen, was wir das Gefühl haben aus der Betriebssicht, vor allem jetzt als Organisation denkt, was bringt das Ganze? Wir haben durch das man quasi Prozesse können definieren und die auch immer so vorgegeben sind vom System her, kontrollierte und unchaotische Abläufe. Das klingt im ersten Moment vielleicht unspektakulär, ist aber vor allem für Leute, die es organisieren und verantworten, eine grosse Erleichterung. Dann sind wir deutlich effizienter unterwegs, wir haben viel weniger Reibungsverlust und durch das können wir mehr Zeit aufwenden für das Kerngeschäft. Das ist nämlich eigentlich eine gute Prüfung machen, die fachlich vertebt und nicht das ganze Rundumwesen administrativ möglichst gut bewältigen. Also Fokus auf das, was wir wirklich machen müssen, auf das, wo auch unsere Fachleute, Spezialisten drin sind und weniger Rundumbelastung quasi. Ein nicht zu verachtender Punkt ist die ganz automatische Verschlüsselung, die wir drin haben. Das heisst, wir haben eigentlich Dokumentensicherheit von Anfang an mit eingebaut und zudem auch eine Dokumentensicherheit, die deutlich stärker ist, als Sie kennen es vielleicht die von Hand passwortgeschützten Excel oder passwortgeschützten Word-Dokumente, die da manchmal umgeschickt werden und natürlich auch viel besser integriert und mit weniger Kompatibilitätsproblemen entsprechend. Wir haben, und das dünkt mich spannend, wir haben eine konstante Weiterentwicklung. Also es ist nicht ein Produkt, das man einmal anstellt und dann ist das. Wir haben ein partnerschaftliches Konsortium mit diesen
bei den Fachpartnern, die ich vorher vorgestellt habe, success.org-examen.ch, die uns wichtige Hinweise geben zu der ganzen Lösung und uns dort auch wirklich vom Fachlichen her optimal unterstützen. Jetzt ist alles webbasiert, das heisst, die meisten Leute, außer vielleicht jetzt Designer und die, die nachher die Formatierung verantworten können, faktisch online arbeiten. Was wir immer aber empfehlen, eigentlich ist die Begleitung von einem professionellen Prüfungssekretariat. Falls Sie das selber im Haus haben, umso besser. Falls Sie eine Milizorganisation sind, empfehlen wir da wirklich das Prüfungssekretariat, weil die optimale Brücke schlagen zwischen dem, was quasi die Plattform leistet, und Ihrer Fachwelt, also Ihren Prozess, Ihren Fragen, Ihren Taxonomiestufen und so weiter und so fort. Wenn Sie Lust haben, das Ganze in Ruhe anzuschauen und nicht in einer kurzen Demo, dann können Sie einfach auf www.autorenplattform.ch, können dort eine Demo buchen. Da kommen Sie in Zugang über, Sie kommen 5 verschiedene Benutzer über. Die sollten mehr oder minder selbstsprechend sein und können dort drauf rumturnen. Ich bitte Sie einfach, keine vertraulichen Dokumente online zu stellen, weil das eben eine Demo-Umgebung ist, wo auch mit anderen Leuten geteilt ist. Sie können aber machen und tun, Sie können es nicht kaputt machen. Es wird nach 3 Wochen werden Ihnen Zugang gelöscht. Wenn Sie länger brauchen, können Sie sich einfach bitte bei uns melden. Dann können wir Ihnen das auch länger zur Verfügung stellen.